Lokalmatador Dennis Marschall unterstreicht beim 5. Saisonlauf des ADAC GT Masters auf dem Hockenheimring seine Ambitionen. Marschall sichert sich bei seinem Heimrennen die Pole gemeinsam mit Kerry Schreiner. Die Tabellenzweiten Christian Engelhardt und Michael Ammermüller fahren ebenfalls in die erste Reihe. Und damit rein in den Start. Dennis Marschall bestimmt das Tempo, dahinter ein Porsche-Duell um die zweite Position. Christian Engelhardt gegen Robert Renauer. Das Feld kommt vorne ordentlich durch die erste Kurve. Im hinteren Feld dreht sich aber der Bentley von Konstantin Schöll, ein blitzsauberer 360. An der Spitze greift Christian Engelhardt jetzt Dennis Marschall an. Doch das Manöver ist etwas zu halbherzig, der Audi bleibt vorne. Dann bekommt Rolf Ineichen Probleme. Im Lambo verliert er die Kontrolle und schlägt seitlich in die Mauer ein. Das Rennen wird unterbrochen, Durchschnaufen in Hockenheim. Beim Restart ist Christian Engelhardt gleich ganz nah dran an Spitzenreiter Marschall. Der Porsche nutzt den Windschatten, Rad an Rad geht's über die Strecke und Engelhardt übernimmt die Führung. Marschall will noch kontern und versucht im Undercut seine Position zurückzuholen, doch Engelhardt lässt da nichts mehr anbrennen. Nach den Fahrerwechseln Kelvin van der Linde jetzt im Audi für Patrick Niederhauser, vorbei am Porsche an Sven Müller, doch der kommt wieder ran, setzt sich neben van der Linde, der Audi hat aber mehr Speed und fährt vor. Dann übernimmt Frank Pereira den Lambo von Albert Costa Balboa. Kelvin van der Linde kommt von hinten angerauscht, schießt innen rein und nutzt den Überraschungsmoment gegen einen völlig verdutzten Pereira. Van der Linde damit auf Platz 3. Vorne hat Michael Ammermüller mittlerweile den Porsche von Christian Engelhardt übernommen. Kerry Schreiner pilotiert dahinter den Audi von Dennis Marschall. Doch van der Linde greift jetzt an und holt sich im Markenduell Platz 2. Und Schreiner rückt weiter in den Mittelpunkt. Simona Di Silvestro geht mit Schwung nach innen. Schreiner wehrt sich zwar am Ende, muss sie aber nicht nur Silvestro, sondern auch Stane Shothorst im Lambo ziehen lassen. Und der Niederländer schnappt sich anschließend sogar den nun drittplatzierten Porsche. Michael Ammermüller und Christian Engelhardt holen den zweiten Laufsieg der Saison für SSR Performance. Kelvin van der Linde und Patrick Niederhauser im Audi auf 2. Stane Shothorst und Tim Zimmermann im Lamborghini auf 3.